Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Word of Worship. Dabei ist der Dente. Ja, hallo. Ihr Lieben, habe ich das in der Folge gemacht? Nee, ich glaube nicht. Die Queen Elizabeth ist verkauft. Dafür haben wir jetzt King George am Start. Mit dem Kredit, ja, sieht es ein bisschen lustig aus. Für die fehlt mir noch einiges. Ja, nee, ich warte mal. Könnte mir so einiges bei der King George hier. Aber wenn ich das alles kaufe, dann ist das wieder mein ganzes Geld wieder weg. Genauso wie bei der Bismarck. Da könnte ich nämlich auch schon was reinhauen, aber es kostet ja 900.000 oder 1,5 Millionen. Man kann immer irgendwie was ausgeben, damit das Geld direkt wieder weg ist. Ja, also wenn ich die Module jetzt, ja, ich habe so viele Schiffchen, wo ich Module eigentlich reinhauen kann, da will ich aber wieder haben. Nein, wir sparen ein bisschen damit, für was eigentlich denn, ne? Was? Damit? Wie? Ja, gut. Ich bin verwirrt. Ich bin auch verwirrt. Die King George haben wir, ihr Lieben. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe ja 2 Folgen verwerfen müssen. Ich weiß jetzt gar nicht, was... Hatte ich da... Hatte ich schon die... Nee, ich habe gesagt, dass ich die persönlichen Auftrag habe, ne? Genau. Für den britischen Zerstörer. Ja, ja. Und gleich danach, ihr Lieben, kam wieder eine persönliche Aufgabe und die Icarus kam dazu. Leider ist es jetzt zu Ende. Schade. Ja, du hast wenigstens doch die Icarus. Ich häng bei der Akasta. Ja, irgendwie. Naja, ist doof. Aber ihr Lieben, Halloween ist am Start. Aha, Halloween. Da kriegt man auch schnucklige Schiffchen in den Hafen geknallt. Dreier und 3 Achter. Wenn ihr dann aber, ist egal was ihr fährt, ob ihr jetzt nun Koop fährt, Zufallsgefecht, Szenario, einmal mit einem Flugzeugträger, kriegt ihr auch noch einen wunderprächtigen Flugzeugträger dazu gestellt. 8er können wir leider nicht fahren. Das ist, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe, erst am 24. aktiv. Dass man 8er fahren kann. Genau. Jetzt sind erst. Ach doch, der ist tatsächlich auf Wartezeit. Was ist auf Wartezeit? Der Schlachti. Immer noch, ich dachte der, ja. Ich dachte, der wäre raus. Achso, jetzt überlege ich gerade, was. Wenn der eigentlich, muss mal gucken. Genau hier. Das war das. Gut. Aha. Was denn? Was aha? Na gut, der Kreuzer kann sich auch heilen, aber irgendwie immer sehr schnell, weil er hat es nur 3-mal. Also die Ladezeit ist ja kurz. Die ganzen Schiffchen, ihr Lieben, werden in den Hafen auch mit 19er Kapitäne euch zur Verfügung gestellt. Die ich schon fleißig vertickt habe. Außer bei den 8er noch nicht. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Ist ja bei World of Worship mein erstes Halloween hier, wo ich mitmachen kann, ja. Darf, werde. Jetzt überlege ich, ob ich jetzt 4 Minuten runterquatsche. Da wird ja der Schlacht die Höhe reinkommen. Genau. Oder ich hole den wieder zurück. Die mich zahlen. Erstmal 4 Minuten über das Event quatschen, was hier so. Was da in der Runde passiert. Bin auch schon ein paar Runden gefahren, ihr Lieben, muss ich dazu sagen, weil ansonsten würde das hier eine Katastrophenfolge werden. Schnell raus und so. Nee, muss ja gucken, wo die ganzen Feinde herkommen. Soweit übersichtlich. Relativ viele. Unterwegs. Ja, dann weißt du mich einfach wieder hin, wo ich hin mich fahren soll. Ach, denkst du, ich merke mir das? Das kommt immer drauf an, wo Madame in der Mitte hinfährt. Ja. Mal fährt sie nach rechts, mal fährt sie nach links, aber ich glaube, das bleibt gleich, ist egal. Ja. Du wolltest jetzt Zerstörer fahren, hast du ja gesagt, ne? Ja. Ach, diese 3 Minuten, ey. Bin gespannt. Kreuzer will ich nicht fahren. Ich will mit dem Schlachti rein. Aber der kann sich auch heilen. Zerstörer, ja. Der Kreuzer auch. Ich weiß.
Oder du machst auch einen Zerstörer. Der Zerstörer kann sich heilen. Der Kreuzer kann sich heilen. Ach Mann, ich werfe mal mit Schlachti rein. Nein, jetzt sind nur noch 2 Minuten irgendwas. 2 Minuten für sich. Ja, die quatschen mal um die Zeit. Also, worüber kann man reden? Eine sehr gute Frage. Ach ja, genau, gestern? Warte mal, heute kommt ja Freitag raus, die Folge, ne? Genau. Genau. Donnerstag kam sie ja nicht, leider, weil ich schon wieder genau ein Problem hatte mit Ton und Bild, ihr Lieben. Ja, das Problem ist wieder aufgetreten, Ton und Bild. Dann dachte ich, ach, guckst du mal, ob das Headset ein Update hat. Und man glaubt es kaum, dieses beschissene Teil hat ein Update gehabt. Das habe ich gezogen, jetzt sind wir auch mal ganz kurz Koop-Runde gefahren, da habe ich mal geguckt, weil bei Water Worship, kriegt man das relativ ganz gut mit, wenn da Bild und Ton nicht übereinstimmt, weißt du, wenn du da ballerst und du hast ja immer noch deinen Ladekreis da noch im Grün, weißt du, und danach springt der dann um, das ist... Aber ist ja komisch, macht das bei deinem Headset nicht automatisch, hier Updates? Anscheinend nicht. Ich habe nach Updates suchen gemacht. Und dann war da auch noch eins. Total toll. Ja, Hauptsache es geht alles. Ja, das ist aber doof, wenn ich jetzt Folgen mache, ein paar mehr hintereinander weg... Ja, das dann ist, sind die ersten Folgen ja für den Arsch. Ja, da musst du gucken, ob das nicht vielleicht irgendwie automatisch einstellbar ist. Damit er automatisch nach Updates sucht. Muss ich mal gucken, ob ich es einstellen kann. Aber das ist doof, dass es vom Headset abhängig ist, ob Ton und Bild übereinstimmen. Ja gut, das kann ja auch noch die andere Sache sein, oder? Das ist jetzt nicht ganz sicher. Kann ja vielleicht auch ein Zufall gewesen sein. Weil da war ja das Problem mit YouTube auch, ne? Und das, vielleicht war ja das irgendwie schuld. Hä? Was für ein Problem? War das nicht die Zeit, wo YouTube down war? Nein. Nee? Nein. Kein Plan. Komm, drin, egal, wir haben die Zeit fast rumgelegt. Ja, aber darum geht's ja gerade. Auf jeden Fall lag's daran, ihr Lieben, Habe ich das überhaupt vor? Dende? Was hast du vor? Ja, was habe ich denn vor? Ja, das musst du wissen. Aufgrund dessen, dass die Folge ausgefallen ist, Donnerstag, genau, kommt ja Freitag eine Folge, Samstag eine Folge. Die Standardfolge auf den Samstag, dann würde ich vielleicht für Sonntag auch eine raushauen. Und für Montag vielleicht auch. So, genug gequasselt, ihr Lieben. Reicht. Wie, 4 Tage hintereinander oder was? 4 Tage hintereinander? Klar. Würde ja, cool. Und mal gucken, wie sich denn da anstellt. Ja, ich bin gespannt. Du hast ja gemeint, die ballern auf Zerstörer. Die Türme ja. Als ich da Zerstörer gefahren bin, habe ich das Gefühl gehabt, haben nur auf mich geschossen. Und wenn du eine Murmel abkriegst, das tut weh. Okay. So, das liegt's hier. Ach, Mann. So, wir müssen hier die Jute Transylvania da hinten hinbringen. Zwischen den 2 Felsen. Die darf, wenn sie jetzt nicht losstartet, hat sie ja einen Kreis und man kann sich da drin heilen. Und die muss die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Bleibt sie stehen, ist ein Stern minus. Kriegt sie so viel Schaden, über die Hälfte Schaden. Ist das auch ein Stern minus? Wenn wir alle raus sind, ist es eine Niederlage. Also auch wenn das Schiff raus ist, zählt ja schon als Niederlage. Ja, wenn das Schiff hier raus ist, ist aus. Weiß nicht, sollten alle direkt den Kreis fahren und damit ist oder eher nicht? Eigentlich nicht, aber ich bin so ein bisschen schwerfällig, also werde ich hier nicht einen Bogen rummachen. Aber ich guck mal, dass ich dann halt jetzt nicht da in Kreis fahre. Und jetzt fährst du nämlich los. Weil hinten, es kommt zwar und nur je zwei, mehr aber hier im Kreis sind, umso schneller fährt sie. Weil hinten müsste man sich ja nur schnell kümmern, dann wäre das Problem schon mal weg und das Schiff könnte hinten bleiben. Oh, ja. Gucken, wo sie
sie sich. Alter, sie stimmt. Ich muss gucken, dass ich hier nicht aus Versehen Y drücke für Motorboost. Für Heilung. Ja. Ja, ich glaube, ich krieg schon einen Katapult hier ab. So. Ein komisches Feuergeschoss. Von allen Seiten komme ich da ran? Einschlag bestätigt! Ich muss aber wissen, wo die hier lang fährt. Die zieht nach links. Kann das sein, dass sie nach links zieht? Sieht danach aus, ja. Oder nach rechts? Warte, warte. Nach nee, doch nach rechts. Ja, jetzt, ja. Doch, jetzt nach rechts. Komm, Madame, sich direkt zu dem Schlachtschiff. Sehr schlau. Definitiv. Stimmt, das Schiff kann man ja eigentlich auch mal einnebeln. Problem gelöst. Die Streuung ist. Kann ich die auch so stoppen? Nein, ich will eigentlich nicht mit der kuscheln. Was tust du? Das erste Mal mit dem Schiffchen hier rammeln. Ah. Okay, jetzt macht er das schon mit dem. Hier habe ich hier über dem. Torpedos auf Backbord! Feueralarm! Torpedos auf Backbord! Zwei Brände. Sehr schön. Bin hier auch Kreuzer gefahren, aber Torpedos Achterhaus. Gefühlt keinen Schaden auf die Türme gemacht. Torpedos auf Backbord. Okay. Wo fährt die denn hin? Sag mal, die drängelt mich hier ab. Einen komischen Weg. So kann ich nicht agieren. Entschuldigung. Mein Gott. Torpedos Achterhaus! Ja, die macht echt komische Kurven. Das wollte sie gerade einnebeln, jetzt geht sie raus. Was soll das? Ich würde gerne auf die andere Seite. Oder ich möchte gern. Ey, das ist ein komisches Schiff. Das Mädchen kann sich nicht entscheiden. Torpedos Achterhaus! Ja, viel Schaden in der Tür mache ich als Zerstörer auch nicht wirklich. Wo ist denn da so ein Tomato? So ein Fräulein. Und? So, erledigt. Fischer. Oh, der weicht doch noch aus. Krise. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Madame hier schon wieder im Weg. Was machen wir mit den Dichteren? Das macht ihr doch mit Absicht. Die sind so lahmarschig, die kommen nicht. Ja, oder soll ich die vielleicht. Ich weiß nicht, wie würde ich hier bestimmen. Hab ich sie jetzt getroffen? Ich weiß gar nicht, ob das Absicht kommt, nicht. Hier mit dem Feueralarm. Ja, warten, erstmal die Hinteren erstmal hinterher schippern. Das ist bestimmt nicht mal. Ich schieß den ab und schon schießt der einen Katapult, stinkt hier zu mir.
Ja, deswegen ja. Ja gut, aber die kann man zum Glück ausweichen. Gott, der ist ja... Kann man hier sehen. Wahnsinn. Der ist mir zu nah zum Ausweichen. Ja, sehr schön. Bitteschön! Und da ist noch ein Turm, ey. Bin hier auf Turmjagd. Ja, ich versuche dann die Schlachtschiffe wegzutragen. Wieso ist die denn, Mann? Wieso fahren die denn alle hier rein? Die ist mal schnell, dann ist sie mal langsam. Ich komme von vorne rum, nein, dann ist sie wieder schnell. Dann muss ich wieder ein bisschen abbremsen. Das ist eine Katastrophe. Was dreht der Sack? Doch. Das habe ich gar nicht bemerkt. Komm schon, mal schneller. Ist der raus? Ist raus? Bestätigter Einschlag! Ach du meine Güte. Bin zum Heilen, muss ich ja jetzt dann drücken. Hab jetzt schon gut gedrückt. Gewohnheit. Wow, ich hab's geschafft, das einfach nicht getroffen. Also, Wahnsinn. Was ist denn hier vorne los? Okay. Ich muss mich heilen. Ich renn dreimal. Dreimal ist schon dreimal zu viel. Die Katapulte haben es jetzt echt auf mich abgesehen. Ich schieß schon drauf. Problem gelöst! Uiuiui. Kommen sie wieder von allen Seiten, ey. Aber man kann sich wirklich viel heilen. Wirklich sehr viele. Also es gibt 10 Katapulte, davon habe ich 8 erledigt. Okay, nicht schlecht. Jetzt kann ich mich hier wieder um dieses Schiffchen kümmern. Der ist schon weg. Mach ich den gleich mal. Okay. Er ist viel zu nah dran. Ist er auch. Ich hab. Schieb dich weg! Hinter uns sind noch die zwei Schlachtis. Ja, ich komme gar nicht mehr. Alter Finger! Gegnerische Schlachtschiff versenkt! Oh, lululululu. Guckt euch die zwei Mummeln an. Rechts, links vorbei. Eieie, so, da ist, ist Big Papa. Ach stimmt, der ist ja schon da. Er kann der richtig reinhauen. Ja, da kann er auch reinhauen. Hab ich bemerkt. Big Papa. Schenket die Topse. Ja, dann soll ich die Kleinen weg und versuche mich an den ranzukommen. Okay.
Oh, der schießt auf mich. Oh je. Au, au. Vielleicht den mal brennen lassen, ne? Ach, der brennt ja schon. Ich hab keine Heilung mehr. Oh, jetzt bin ich auf der falschen Seite hier. Der hat aber noch... Der darf keinen Schuss abkriegen. Kann ich bremsen? Einen Schuss könnte ich raus sein schon. Ach, das ist nervig der, hier mit der Troller. Ja. Lass mich rum! Lass mich rum! Ach, jetzt ist das Schiff ist zum Stehen gekommen, weil er drinne ist, oder? Nein! Doch. Echt? Weil er reingekommen ist, dann bleibt... Okay. Gut, also ein Stern weniger. Da ist noch mehr weggegangen, oder? Was war das jetzt? Das war ein Torb. Achso, das macht hier ja wieder nichts. Nee, wieder ist gut. Ja gut, aber das war's so, ja. Mhm. Schade. Das wäre schön. Also eigentlich wäre der jetzt nicht reingefahren. Hätten wir, glaube ich, 5 Sterne gehabt. Das dazu, ihr Lieben. Und am 24. wird ja dann Stufe 8. Ich glaube, das wird schwieriger noch. Ja, mit Flugzeug. Ach du meine Güte, was man da alles, was die noch alles an extra Wurst da drin haben. Das wird lustig. Ja, natürlich. Ein Flugzeugträger kann da... Ach schade, ich will echt nur der eine Stern. Naja. Verdammt. Das Erste. Ist nicht dein Ernst. Ey, cool. Überdent. Entschuldigung, ich hab schon wieder gehustet hier. Ja. Das ist schön. Das? Ja, was hat denn der Flugzeugträger hier? Das war ja... Stellen Sie... Genau, und der heilt auch, glaube ich, noch unsere Leute. Der kann heilen und... Die Motoren, Bewaffnungstypen aller gegnerischen Schiffe werden handlungsunfähig gemacht. Ich will nicht wissen, wie das da... Wie es da abläuft, denn. Ja. 24. Ich bin gespannt, ihr Lieben. Das werden wir auf jeden Fall machen zusammen. Ja, mal reinschnuppern. Ich bin jetzt schon überfordert. Also Flugzeugträger möchte ich natürlich auch mal will ich fahren, aber hier. Das sind ja 5 Flieger. Die man da wünsche ich dir viel Spaß bei. Kümmern muss. Das wird ja Stress pur. Also ich werde auf jeden Fall mit dem Flugzeugträger mal rein. Ist klar. Wird aber wahrscheinlich nur eine Runde sein. Ey, da schwimmt ja auch was im Wasser. Guckt euch das an, das paddelt da weg. Was paddelt? Ja, da schwimmt was weg, das habe ich doch gar nicht gesehen. Da ist irgendein Monster im Wasser da hinten. Ja, ja, und irgendwas schwimmt hier auch, fliegt hier auch. Von hier oben, ja, hier unten. Ja, genau. Wo paddelt was? Bei mir ist gerade was vorbei paddelt. Ich glaube, der schwimmt hier mal im Kreis. Oder auch nicht. Was hat denn der Kreuzer? Nee. Ja, ich habe es gesehen, der paddelt einer. Okay, alles gut. Also da wird auf jeden Fall... Hier, die Tarnung habe ich doch auf. Der Tuppitz drauf. Gut, ihr Lieben. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns, ich denke mal, in der nächsten Folge fahren wir denn die King George, ne? Klingt nach einem Plan. Klingt nach einem Plan. Alles klar, ihr Lieben. Dann bis dann. Ciao, ciao. Ciao.